Komm, weiter, 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 komm. Oh Mann, das Spiel ist so lahm. Die ganzen Spieler sind so veraltet aus der Vorsaison. So macht das doch echt keinen Spaß. Ja, du hast recht. Wenn wir nur FIFA 16 hätten, das wäre voll fett. Ja, FIFA 16, das kostet 60 Euro. In jedem Markt kostet das 60 Euro und ich habe erst letztens von meiner Oma 50 Euro bekommen. Also das kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Ja, du hast recht. Ich bin auch total blank. Mein Taschengeld ist auch schon wieder weg. Mann, schieß doch! Ich bin weiter, ich bin weiter. Komm, 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 komm. Ich schaffe es, ich schaffe es, ich schaffe es. Oh Mann, ey, so macht das echt keinen Spaß. Wollen wir eine Runde Fernsehen gucken? Ja, komm, lass uns. Verpassen Sie nicht unser aktuelles Angebot. Nur heute und morgen gibt es bei uns im Jupitermarkt auf alle Konsolenspiele 25% Rabatt. Jupitermarkt, gut, günstig, grandios. Ey, hast du das gehört? Dann kannst du das Spiel doch leisten. 25% auf das Spiel? Das verstehe ich nicht mit den Prozenten. Warum kann ich mir das Spiel jetzt doch leisten? Hä? Also ich hatte das letztens im Mathematikunterricht. Prozentrechnung, voll einfach. Das Okay. kriegen wir voll locker hin. Komm, ich zeig das mal am PC. Ja, das ist eine gute Idee. So, guck mal eben. Ich habe hier was von meiner Lehrerin. Die hatte letztens uns was gezeigt. So ein Lehrvideo, guck mal. Aha. Was bedeutet Prozent? Erstmal müssen wir uns anschauen, was Prozent überhaupt bedeutet. Eigentlich kommt das Wort aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt von 100. So sieht das Prozentzeichen aus. Eigentlich bedeutet es nichts anderes als geteilt durch 100. Dann ist 1% gleich 1 geteilt durch 100. 13% wären dann 13 geteilt durch 100 und so weiter. Wenn es also für das Xbox-Spiel 25% Rabatt gibt, bedeutet das, dass du 25 geteilt durch 100 weniger bezahlen musst. Wir müssen also 100 minus 25 geteilt durch 100 rechnen, um zu wissen, was wir nun bezahlen müssen. Als Ergebnis erhalten wir 75 geteilt durch 100 oder 75%. Um gucken zu können, ob du dir das Spiel leisten kannst, müssen wir schauen, wie viel 75% von 60 Euro sind. 75 ist der Prozentsatz. Der Prozentsatz ist ein Anteil vom Ganzen. In unserem Fall ein Anteil von 60 Euro. 60 Euro ist dann unser Grundwert. Er entspricht 100%, also dem Ganzen. Jetzt wollen wir natürlich wissen, wie viel 75% von 60 Euro sind, damit wir sehen können, ob du das Spiel leisten kannst. Das ist unser Prozentwert. Der Prozentwert ist auch ein Teil vom Ganzen. Allerdings wird dieser als ganze Zahl dargestellt, in unserem Fall in Euro. Um also herauszubekommen, wie viel das Spiel nun kostet, müssen wir den Prozentsatz mit dem Grundwert multiplizieren. In unserem Fall also 75% mit 60 Euro multiplizieren. 75% ist ja dasselbe wie 75 geteilt durch 100. Und das wiederum können wir auch schreiben als 0,75. Also berechnen wir 0,75 mal 60 Euro, sodass wir auf ein Ergebnis von 45 Euro kommen. Wir wissen nun also, dass 75% von 60 Euro, also 45 Euro sind und somit das Spiel 45 Euro kostet. Ach so, ist das mit den Prozenten. Okay, dann kann ich mir das Spiel ja echt kaufen. Ja komm, dann lass uns gleich los. Das ist Komm, eine wir gute machen Idee. zu. Krass, richtig gut. Jetzt haben wir das Spiel echt gekauft. Mann, schnell, komm, lass uns nach Hause gehen. Auf jeden Fall. Schnell.